Eigentlich für einen Rock Crusher gut, als aber. Oh, hab gerade aus Versehen ein bisschen zu viel Breath gemacht. Aber naja, können wir gebrauchen, ey. Warte mal, ich will mal kurz zeigen, was da rauskommt. Jetzt haben wir hier Dirty Pile. Den könnten wir jetzt schmelzen oder in der Zentrifuge reinigen. In der Zentrifuge wollen wir ihn halt reinigen, dass wir dann im Kompressor dann Uranium-238 bekommen. Und das fand ich auch halt, dass wir den Rockwash schon mal machen sollten, weil da manchmal auch Abfallprodukte rauskommen. Ja. Okay. So, in der Plate Bending Maschine werden gerade die Brassplatten gemacht. Wie sieht es mit dem Conveyor-Modul aus? Bin am Arbeiten. Okay. Ich hab grad mal die RE-Batterie fertig. Okay, der Witz. Der Rest ist eigentlich ein Witz. Drei Eisenplatten. Aluminiumplatten sind das. Du kannst auch unten das Rezept nehmen. Das sind drei Eisenplatten. Gibt's zwei Rezepte? Ja. Oh. Hab ich nicht gesehen. Haben wir noch Eisenplatten? Ich meine nicht. Ich bereite schon mal gerade vor. Ne, wir haben echt keine Eisenplatten mehr. Na. Nein, da fehlt jetzt noch ein Stahlbarren. Wir müssen echt mal wieder ein bisschen mehr Stahl auf Vorrat machen. Na, wir hatten ja ordentlich. Wir haben keine Energie mehr. Oh. Ja. Ist jetzt scheiße. Irgendwo schon. Haben wir nicht noch irgendwo einen Lava-Eimer? Nicht, dass ich wüsste. Warte mal, hier haben wir noch zwei eine Schlucht. Da ist so Lava. Ich hab grad zwei Eimer, dann hol ich einfach mal schnell. Ich hab keinen Eimer, das ist mein Problem. Ich hab schon geholt. Hast du Eisenplatte rausgenommen? Ja, hast du. Was fällt da? Was fällt dir auf? Oh nein. Doch. Schon wieder. Warum bin ich immer so intelligent? Ich verkacke das aber auch gern mal. Ich habe nur mit zwei Lava-Eimer geholt, dass wir noch was haben. Aber ist gleich wieder alle. Ja, deswegen bin ich am Holen. Mach doch einfach noch gerade drei auf einmal. Dann werden die ja auch nicht so dicken. Hä? Achso, die war noch in Arbeit, oder? Man kann nur eine auf einmal. Moment. Okay. Ein neues Configuration. Select. Wir haben doch meine ich noch hier ein. Na. Screwdriver.
Jetzt sollte es eigentlich klappen. Hier sollte ein Barren auf einmal durchgejaucht werden. Hast du endlich geschafft mit dem? Ja. Und Frag mich nicht wieso, aber auf einmal klappt's. Auf einmal konnte ich noch einstellen. Oh, haben schon 4 Liter. Glas. Wo ist das ganze Glas abgeblieben? Schau mal oben in der Blocktruhe. Habe ich geschaut, aber da ist kein Glas mehr. Ja. Dominik, du bist so selten gelockt. Ich habe gerade mal wieder ein Thermalbad genommen. Ah. Wir schauen dann aber auch gleich mal, wie das jetzt mit der Lava aussieht, weil das geht ja so nicht weiter. Nee, das geht echt nicht so weiter. Ich würde sagen, machen wir die Wiremill noch fertig, machen wir dann in der nächsten Aufnahme die sammelt schnell den Metal Former. Okay. Warte, warte. Schade, geht auch nicht. Hab schon Glas. Scheiße. Kannst du mal da unten das Glas wegmachen? Wo? Ach, da. Glaube nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Okay, es liegt drin, das Conveyor-Modul. Okay. Also, wir brauchen 4 Brassplatten, ein Conveyor-Modul, eine Steel Machine Hull, ein Diamant. Ja. Und 2 Electronic Circuits. Damit ist die Automatic Wire Mill fertig. Die klatschen wir jetzt auch noch dran. Und erstmal hier reinschauen. Wir können Kupfer zu 3 Kupferkabeln machen. Zinn zu 4 Zinnkabeln. Oder Soldering Alloy Ingots zu Soldering Tin. Und so weiter. Und was auch ganz wichtig ist, wir können hier Kanthal zu Kanthal Heating Coils, Nichrom zu Nichrom Heating Coils und Cupronickel zu Cupronickel Heating Coils machen. Aber wofür das ist, würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, einfach in die Kommentare. Schaut auch nochmal beim Bakerman, beim Trivolo und beim Street Digger vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP RT Pro. Mein Gott, Minecraft Technik Was? SMP Project RT Version 2. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, bevor ich noch einen kompletten Zusammenbruch kriege.